So, ich habe mir mal ein paar Stichpunkte gemacht, denn es ist schon jetzt, ja, ich möchte auf jeden Fall einiges ansprechen in dem Video, wie es jetzt am siebten Tag geschehen ist und so weiter und was sich jetzt weiterhin verändert hat in den letzten 24 bis 48 Stunden. Und noch einiges anderes möchte ich erzählen. Und zwar, wo fange ich ein bisschen an? Also, die Fertigprodukte, wie in diesem Mega Food Hall, also unter Fertigprodukte verstehe ich halt auch den Senf oder ich sag mal verarbeitete Produkte. Die verarbeiteten Produkte sind jetzt wieder komplett raus. Den restlichen Senf habe ich auch einfach weggekippt. Also überall, beziehungsweise in diesen ganzen Konserven und Fertigprodukten und hätte ich vorhin gesagt, verarbeiteten Produkten, da ist halt immer entweder von den folgenden Stoffen entweder eine Sache oder mehrere Sachen enthalten. Das ist entweder Öl, Salz, Zucker oder Essig. Und alles davon übersäuert ziemlich krass. Und zum Salz erzähle ich gleich nochmal was gesondert, meine Erfahrungen damit und meine Ansicht. Und das bringt mich nicht nur außer richtig krass außer Balance, sondern das fördert auch wieder richtig krass den Hunger, dieses Säurebild, ne, das ist nämlich, finde ich, das Wichtigste, in erster Linie zu vermeiden, also es möglichst gering zu halten, sage ich mal. Dass man ungefähr so 80% basische Lebensmittel drin hat, mindestens so 70%. Und ich finde auch, dass diese, ja, wenn man halt jetzt so ein bisschen Senf irgendwo zugibt, einfach zu irgendeiner Pfanne oder einem Gericht, dann finde ich das in Ordnung. Nur neige ich dann dazu, wenn dann halt irgendwann doch der Hunger richtig krass kommt, dann neigt man dazu, auf solche ungesunden Lebensmittel sozusagen auszurasten, wo man viel gesündere Alternativen da hat. Deswegen will ich diese ungesünderen Alternativen erst gar nicht da haben. Falls es halt zu solchen Situationen kommt, die dann einen wieder in diesen Teufelskreis reinbringen. Deswegen alles, wo Öl, Salz, Zucker, Essig drin ist, wieder raus. Und das ist in sehr, sehr vielen Produkten, also in Fertigprodukten eigentlich zu 100% immer. Oder in verarbeitete Produkte, Ausnahmen sind sowas wie Trockenfrüchte zum Beispiel. Aber ansonsten hat man dann nicht viel Chance. Und ich finde es eh viel cooler, das alles frisch und selber zu machen. Das schmeckt nicht nur besser, das ist auch umweltverträglicher, wenn man dann auch nicht die ganzen Konserven hat, sage ich mal. Und es ist auch günstiger einfach. Es ist viel günstiger und es macht mir zumindest auch mehr Spaß und verbindet auch mehr mit dem Lebensmittel, wenn man es halt selber macht. Und man neigt auch nicht dazu, halt einfach mal schnell aus Faulheit sich irgendwas reinzuziehen, sondern nimmt dann halt wirklich qualitative Lebensmittel, die dann auch wirklich und wahrhaftig sättigen und satt machen, weil es halt Real Food ist, weil es wirklich ihr Lebensmittel ist und möglichst frisch ist. Ja. Ich habe auch überhaupt kein Bedürfnis mehr nach Öl, Salz, Zucker, Essig oder diesen Fertigprodukten. Also diese verarbeiteten Fertigprodukte haben sich auch unabhängig von diesen vier Zusatzstoffen bei mir jetzt rauskristallisiert, im Sinne von, dass ich das hier weglasse, weil ich gar kein Bedürfnis mehr nach hatte. Das Einzige, was sein kann, wenn ich mal im Bioladen bin, dass ich mir vielleicht so Lupinen-Gyros oder sowas hole. Lupinen sind halt ziemlich basisch. Aber ich versuche das halt selber mal mit Lupinen zu machen. Also es ist halt schon ein Punkt, wo es mit mich hinzieht. Schon halt solche dichteren Lebensmittel ab und zu konsumieren, wenn man Lust drauf hat. Und da wollte ich ja mir selber mal aus Lupinen, da habe ich noch welche da, einen Tofu machen. Das ist eigentlich relativ einfach, indem man es einfach ja mahlt zu einem Mehl. Wasser hinzugibt und das Ganze dann einfach in die Pfanne gibt, mit etwas Wasser noch, damit es nicht direkt anbackt oder anbrät und das dann so lange in der Pfanne lässt, bis das eine zähe Flüssigkeit ist, oder eine zähe Masse ist. Vielleicht werde ich dann auch mit Flohsamenschalen arbeiten und das Ganze dann einfach in den Kühlschrank geben, in einer Form, in eine viereckige Form, dann hat man dann einen Tofu fertig. Kann man natürlich auch mit Sojabohnen machen oder mit gekeimten Sojabohnen. Ist das Ganze basisch, günstig und auch noch für viele verfügbar, weil Bio-Sojabohnen, die gibt es auch fast überall. Und das Gleiche kann man aber auch mit Kichererbsen machen, wenn man auf Sojabohnen verzichten möchte und das Ganze auch nicht keimen lassen möchte.
Dann machen wir es einfach mit Kichererbsen. Da gibt es genau das gleiche Rezept. Und dann braucht man auch kein Tofu mehr kaufen, man hat die ganze Verpackung nicht, die ganzen Zusätze nicht. Dann hat man das Soja nicht. Das Ganze könnte man dann auch eine Rohkostqualität machen. Es ist viel günstiger. Es hat einfach viel mehr Vorteile und es macht auch irgendwie Spaß. Ja, da gab es kurz einen Zwischenfall. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich war. Bei den verarbeiteten Produkten, dass ich die halt, dass die automatisch jetzt wieder weg sind und dass ich, wenn dann halt was selber machen würde aus Lupinen oder Kichererbsen oder ja, auf Keim Sachen keimen lassen, habe ich halt eigentlich nicht so viel Lust. Aber ich habe halt gemerkt, alles, was man halt so oder wenn man dann so den Drang zu hat, zu kaufen und so weiter, das kann man alles sehr, sehr einfach selber machen. Auch zum Beispiel eine Hafermilch oder sowas ist ja mega einfach. Dann habe ich mir noch Mandeln geholt. Also die Erdnussbutter, die ist mir jetzt auch schon einfach zu säurebildend. Das sind halt Hülsenfrüchte, die sind ziemlich säurebildend, haben ziemlich viele schlechte Eigenschaften. Und wenn man sich da halt mal eine Soße draus macht, mit Wasser halt verdünnt und so weiter oder das als Käse sozusagen verwendet oder halt als Zutat für einen veganen Käse. Finde ich das in Ordnung, aber wie gesagt, gibt es halt Situationen, wo man dann dazu neigt, solche Dinge sozusagen Zweck zu entfremden, indem man dann halt viel davon isst und das will ich halt ausschließen, indem ich es erst gar nicht da habe und habe dann stattdessen frische Mandeln geholt, die wahrscheinlich auch roh sind. Die Erdnüsse sind halt nie roh, weil Hülsenfrüchte müssen halt geröstet werden, um manche Antinährstoffe zu neutralisieren, ist dann aber immer noch kein wirkliches gesundes Lebensmittel. Und ja, aus den Mandeln kann man dann auch, wenn man halt möchte, einen veganen Käse machen zu einem Gemüseauflauf einfach. Wenn man halt mal ein bisschen Bock dann auf Fett hat oder so. Sieht dann auch sehr schön aus. Ja. Und ansonsten zu Brot, da hatte ich halt ja dieses Buchweizenbrot geholt. Das geht auch nicht klar. Da empfehle ich aber zumindest, das richtig gut durchzutoasten. Ich habe es viermal getoastet. Zweimal so in den Toaster rein und zweimal oben drauf auf diese Ablage, jeweils von je einer Seite. Und dann war das richtig schön knusprig. Das schmeckt auch deutlich besser, find ich zumindest, also für mich. Auch diese Röstaromen und dass das halt nicht mehr so schwammig, weich ist und sowas. Das, weil damit verbinde ich schon automatisch, das war eigentlich schon als Kind, oder dieses Schleimbild, dieses Schleimige und weiß ich nicht, und das so schön fest, dass ich habe früher immer, ich habe Brot und Getreide früher als Kind gehasst, aber auch Nudeln und so weiter, aber ich dachte halt, das, irgendwann dachte ich mir halt, ist aber zumindest pflanzlich und vegetarisch, vielleicht ist das doch irgendwie ganz gut, und das beschreibt Arnold Ehret auch, dass viele Vegetarier ungesünder sind als mäßige Fleischesser, wegen diesen schleimbildenden Produkten. Ich mochte als Kind das nie und ich mochte aber getoastetes Brot, was richtig gut, richtig, ich habe es früher auch schon immer richtig gut durchgetoastet und das mochte ich schon sehr gerne und ich mochte auch gerne bei meinem Opa essen, weil da immer sehr viel Gemüse und Grünzeug war und halt Toastbrot. Da habe ich mir halt dieses Toastbrot genommen und mit sehr viel Gemüse und Grünzeug gemacht, aber ich habe dann natürlich ab und an dann halt auch Fleisch gegessen und so ein Scheiß. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Okay, ich möchte es nicht als Scheiß bezeichnen. Das nehme ich zurück. Salz hätten wir hier noch. Öl würde ich nur verwenden, das habe ich aber beim letzten Mal schon erzählt, nur kalt, wenn überhaupt. Zieht es mich überhaupt nicht hin. Dann nehme ich lieber halt wirklich einen Aufstrich, wo ich Sonnenblumenkerne reingebe. Genau, Aufstriche kann man auch mega einfach selber machen. Dann hat man auch wieder nicht dieses Öl, Zucker, Salz und Essig, was dann fast im Aufstrich drin ist. Statt Essig Zitronensaft. Statt Zucker Dattelmus oder zur Not Agavendicksaft oder irgendeine andere Trockenfrucht, die man einweicht für 5 Minuten und dann da reingibt. Beim Hochleistungsmixer kann man die so reinwerfen. Für Öl einfach Sonnenblumenkerne, ganze Ölsaaten, ganze Nüsse, Avocado, ja, oder zur Not halt kalt gepresstes Öl, also nicht erhitztes Öl. Und auch nicht selber erhitzen halt. Und für das Salz hat man entweder Sellerie oder Tomaten oder halt allgemein qualitatives Gemüse und qualitative Lebensmittel, dann haben die so einen Geschmack schon, dass man das nicht braucht. Ja.
Ist auch viel günstiger. Sonnenblumenkerne 500 Gramm, 1,70 € in Bio-Qualität. Und wenn man dann halt einen Aufstrich macht, das sind immer so Gläser von 125 Gramm. Dann hat man ungefähr, wenn man dann noch Gemüse und so weiter beigibt, dann hat man einen Aufstrich für 40 bis 50 Cent so ein Glas, wo man sonst 1,50 € bis 2 € bezahlt. Und schmeckt auch noch besser und ist viel qualitativer. Ja, also da kann man sehr viel einfach machen. Einfach irgendein Gemüse nehmen oder verschiedene Gemüse und halt Sonnenblumenkerne bei oder andere Ölsaaten. Und dann halt Gewürze und Kräuter, wenn man halt möchte. Und dann auch noch ein weiterer Tipp noch zu Junk. Also das waren jetzt halt so Tipps, wie man das so ersetzen kann. Und das ist auch mega einfach. Geht einfach in den Mixer werfen, Gemüse, Sonnenblumenkerne, fertig. Pff, ich weiß nicht, warum man dann Aufstriche kaufen müsste. Das gleiche geht dann halt, wenn man sich einen Hummus macht oder sowas, dann nimmt man das, oder wie könnte man das machen? Genau, zuvor zum Mehl mahlen. Und das Ganze dann in den Mixer, aber das müsste man dann erhitzen. Also diese Aufstriche, die ich gerade genannt hatte, die kann man dann halt sogar sehr einfach in Rohkostqualität machen. Das ist dann halt sogar noch einfacher, noch leckerer, noch guttunender. Aber mit den Kichererbsen, die müsste man, vielleicht macht man einfach so, dass man die Kichererbsen in der Pfanne einfach röstet, ohne Wasser, ohne Öl, einfach Kichererbsen rösten, dann mahlen und dann halt alles andere beigeben, wie Wasser, oder wenn man halt einen Hummus macht, Sesamsamen noch, kann man auch vorrösten. Ja, so einfach hier dann Aufstriche, kann man natürlich auch aus gekochten Kartoffeln machen, ist natürlich auch ziemlich gut. Der Tofu, wie gesagt, ist ziemlich einfach. Und das Wichtigste ist, finde ich halt wirklich eine basenüberschüssige Ernährung. Ich möchte halt wirklich alles Säurebildende möglichst vermeiden, weil das habe ich halt jetzt wieder erfahren, besonders den Hunger antreibt. So richtig krass. Man kann auch nicht mehr aufhören zu essen. Und wenn man dann noch dazu getrieben wird, dann wieder Säurebildendes zu essen, dann ist das einfach dieser krasse Teufelskreis, in dem sich die meisten befinden. Weil der Körper dann immer hungert nach Mineralstoffe und dann immer was zugeführt haben will, aber man führt dann halt nicht das Richtige zu. Was hält an diesem Kreislauf von da auszubrechen, ist halt wirklich Gemüse das Allerwichtigste, wie ich im letzten Video auch schon mal erwähnt habe. Und darauf wird auch weiterhin der Fokus liegen, ob gedünstet oder roh. Ich ziehe es stark zu Gemüse jetzt, wegen der letzten 7 Tage. Aber auch allgemein werde ich es dann ab und zu einbauen, aber halt jetzt zur Reinigung wieder, zur Pufferung vermehrt, also täglich. Und ob ich mir da grüne Smoothies mache oder ob ich halt, ich habe im Garten ganz, ganz viel Minze, also es riecht zumindest extrem stark nach Minze, ich hoffe, dass es Minze ist, werde das dann einfach nutzen. Wildkräuter sind ja noch besser. Brennnessel habe ich aber auch ein paar große, dicke Blätter, sehr schöne Blätter auch. Da braucht man sich halt nicht unbedingt Gemüse kaufen und ja, ansonsten werde ich halt ganz viel Rezepte auf Gemüsebasis auch machen oder Salate und stark auch auf Wurzelgemüse momentan gehen, aber auf stärkefreies Wurzelgemüse. Also ich habe gestern keine Kartoffeln oder Getreide oder sowas gegessen. Habe dann rote Beete Gegarte gegessen, ein paar Möhren und so weiter und das hat es extrem gesättigt. Ich habe auch viel von gegessen, davon kann man auch so viel essen, wie man möchte. Das ist dann auch trotzdem noch basenüberschüssig und halt nicht schleimbildend und die enthalten auch Zucker, die beiden Wurzelgemüse. Also das sind nochmal halt spezielle Wurzelgemüse, rote Beete und Möhre, Topinambur auch, aber da ist Inulin drin als Kohlenhydrat. Und diese beiden haben, wie gesagt, Zucker und damit auch, wer halt sich nach Kalorien ernähren möchte oder ernährt, ist das vielleicht interessant und Möhren kosten oft auch nicht viel mehr als Kartoffeln. Und gedünstet schmecken die eigentlich ziemlich gut, aber auch mit Kartoffeln gemischt kann man das halt machen. Rote Beete ist halt nicht von jedem. Ja, das Lebensmittel, ich mag es auch nicht so gerne, weil es sehr erdig schmeckt, also wirklich nach Erde. Aber ich ignoriere den Part einfach, dass das nach Erde schmeckt und fokussiere mich darauf, dass mich das gut sättigt und mir eigentlich gut tut. Und dann geht das. Vielleicht dann auch mit irgendeiner Gewürzpaste, also wie aus Sonnenblumenkernen oder aus reinem Gemüse oder sowas. Oder irgendwas Einfaches halt. Also das ist da momentan und da habe ich halt wirklich gemerkt, wie ich mich am Tag, am nächsten Tag ganz normal und richtig gut gefühlt habe, anders als wenn ich Kartoffeln gegessen hätte. Also es ist halt wirklich diese Stärke, die so krass wirkt, aber wenn ich, sage ich mal, alle 2, 3 Tage Kartoffeln esse oder gemischt mit anderem Gemüse,
dann ist das in Ordnung, aber Sättigung bekomme ich durch Kartoffeln nicht. Das ist halt wirklich nur so eine Sucht und dieses Soul Food, sich wohlfühlen. Da finde ich das irgendwann anderen auch in Ordnung, aber ich kriege durch stärkefreies Gemüse irgendwann wirklich eine Sättigung. Oder allgemein durch Gemüse halt, was nicht Stärke enthält. Besonders auch Kohlgemüse halt, Wurzelgemüse und aber am meisten halt Blattgemüse und Wildkräuter. Bei Wildkräuter fehlt dann aber so diese physische Sättigung von der Menge einfach her. Und das Ganze fast nur Wasser ist, kann man dann auch wirklich so viel essen davon, wie man will. Und das mache ich dann momentan auch. Ja, das ist ziemlich geil. Also kann ich nur empfehlen, diese ganzen Gemüsearten. Da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene, auch Stangengemüse, Blattgemüse halt, Fruchtgemüse, die ganzen Kräuter und so weiter. Dann halt die Mandeln, die sind auch basisch, und auch nicht schleimbildend, im Gegensatz zu Erdnüssen, die sind säurebildend und schleimbildend. Cashewnüsse sind auch säurebildend und schleimbildend. Mandeln sind halt Steinfrüchte. Und beides halt nicht. Und die kann man auch sehr, sehr vielseitig verwenden, auch für Rohkost, Pizzen, andere Rohkostrezepte. Also Fette vertrage ich generell besser als Stärke. Aber nicht immer. Das ist halt nichts Feststehendes, weil der Körper keine Maschine ist einfach. Also manchmal vertrage ich halt Kartoffeln besser als irgendwelche Nüsse. Meistens aber umgekehrt. Das ist aber auch bei jedem anders. Je nachdem auch, wie die ja, einfach wie die Mechanismen im Körper funktionieren. Das kann halt bei jedem anders sein und es kann auch geistig bei jedem anders sein, dass man einfach geistig besser mit dem einen klarkommt als mit dem anderen. Aber ich verschleim einfach viel, viel zu sehr und ich merke es auch an meiner Stimme, wie das so alles so kratziger und rauer wird durch den Schleim. Und das ist nicht schön. Ich hatte halt auch Erkältungssymptome, nachdem ich dieses Buchweizenbrot halt ausprobiert hatte, weil ich wollte es halt auch erstmal ungetoastet ausprobieren. Und da hatte ich dann wirklich krasse Erkältungssymptome, auch mit zu Nase und so weiter. Also alles andere als schön. Und als ich das dann getoastet hatte, die gleiche Menge, am Abend des gleichen Tages, dann habe ich am nächsten Morgen nicht diese Symptome gemerkt. Das ist dann sozusagen auch noch eine Empfehlung, Brot immer sehr, sehr gut durchtoasten. Also mindestens 50%, denke ich mal, werden, wenn das sehr gut durchgetoastet ist, werden da von den schleimbildenden Stoffen einfach umgewandelt. Also das kann ich nur empfehlen. Wenn man, und dann würde ich das halt auch als Beilage empfehlen, 2 bis 3 Scheiben zu einem Salat oder gedünstetem Gemüse oder eben dicken Gemüseaufstrich oder auch diesen Sonnenblumenkerngemüseaufstrich. Das geht dann auch. Mir schmeckt es auch wirklich nicht mehr, Brot einfach so zu essen. Das fühlt sich total falsch an. Also als Beilage fühlt sich das noch in Ordnung an. Und Kartoffeln als Beilage oder als Möhren-Kartoffelstampf und das dann zusammen mit Brokkoli zum Beispiel, das fühlt sich eigentlich auch noch ziemlich gut an, muss ich sagen. Oder halt gebackene Kartoffeln mit Backgemüse ist auch ganz gut. Wenn man es mal halt dichter haben will, dass halt nicht so viel Wasser drin ist, kann man es halt das Gemüse auch ganz gut backen. Und dann irgendeine Soße halt dazu oder ein Dip. Ja, Mandeln, wie gesagt. Dosenfrüchte hatte ich das erwähnt. Genau, die hatte ich auch ausprobiert gestern. Und die haben etwas übersäuert, es ging aber. Aber die haben mich heftig vergiftet. Oder es waren die Erdbeeren, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat mich irgendwas extrem heftig vergiftet. Ich habe dann überall das Feuer in den Beinen gespürt. Also richtig krass Feuer und das berichten auch sehr, sehr viele Leute, die zum Beispiel irgendwelche Drogen nehmen, auch aus spiritueller Motivation heraus irgendwas nehmen, weil das halt wirklich spirituelle Erkenntnisse generieren kann. Die beschreiben dann auch, wie das im Emotionalkörper wie ein Feuer aussieht und sich aus. Für mich hat sich das so angefühlt. Also bei mir geht sehr, sehr wenig über Sehen. Also dieses Hellsichtige und so weiter habe ich ziemlich wenig, sondern bei mir ist das einfach ein Fühlen und ein Wissen. Und ja, ich habe aber dazu, glaube ich, auch physiologisch gespürt, dass er irgendwie so, das hat sich auch, glaube ich, erwärmt und wieder halt Feuer überall war. Hab dann extrem Hunger bekommen, obwohl ich ja gegessen hatte. Erst ich hatte gegessen und danach habe ich den extremen Hunger bekommen. Irgendwas hat mich, entweder die Erdbeeren oder diese Dosenfrüchte, weil halt auch Ananas bei war. Und die Ananas, man hört diesen Schleim gerade. Und die Ananas konventionell sehr, sehr pestizidbelastet ist. Und
Ja, und dann habe ich halt dieses Wurzelgemüse gegessen, aber ich hatte auch erst Erdnussbutter gegessen gehabt mit ein paar Trockenfrüchten, einfach weil das, ich hatte das nämlich ausprobiert, das hat so geil geschmeckt mit Feigen, muss ich echt sagen. Aber wollte ich dann nicht mehr, dann bin ich halt auf diesen Senf ausgerastet, mit rohem Brokkoli einfach, und habe danach dann noch dieses Wurzelgemüse gegessen, war dann auch richtig pappsatt, aber danach habe ich den restlichen Senf einfach weggekippt, weil ich wollte es nicht mehr. Ist das Essig drin, das Zucker drin, das mega viel Salz drin und so weiter. Bestimmt wieder jetzt so 6, 7 Gramm Salz oder sowas zu mir genommen. Aber das war noch ein Tipp, wenn man halt zu krass auf Salz ausrastet, das ist dann auch mein nächster Punkt. Dann mache ich das so, dass ich 24 Stunden trocken faste. Jetzt bin ich 15 Stunden am Trockenfasten. Ist halt nicht optimal, immer trocken zu fasten. Das macht auch irgendwann, denke ich mir, auch keinen Spaß mehr. Wenn man sich halt wirklich die ganze Zeit energetisch und so weiter fühlen will. Aber eine Sache ist, wenn man halt lange genug fastet und dann halt auch wieder Früchte integriert, das muss ja nicht unbedingt Trockenfasten sein, auch zum Beispiel einfach ein Fruchtfasten oder Saftfasten mal einen Tag, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich halt wieder deutlich energetischer fühlt. Man kann aber auch essen, wenn das halt schleimfreie Produkte sind und Produkte sind, die einen nicht gleichzeitig wieder demolieren, das heißt, frisches Gemüse, frisches Obst und gedünstetes Gemüse, vielleicht ein paar Ölsaaten und so weiter, ein paar Nüsse. Das kann man halt auch essen, dann fühlt man sich auch wieder energetisch. Also kann man halt wählen, was einem gerade besser gefällt, würde ich sagen. Aber bei Salz ist bei mir halt nur Trockenfasten eine Option, weil wenn ich halt das Wasser hinzufüge, dann schwemme ich extrem auf und es dauert dann mehrere Tage, bis ich mich dann wieder gut fühle, dann fühle ich mich beim Trockenfasten noch besser. Also Salz ist so krass bei mir, das macht mich richtig kaputt und ich merke auch, wie ich total dehydriert werde und wie ich mich total unwohl fühle und total so gedrückt fühle im ganzen Körper, so richtig runtergezogen. Also es ist meiner Meinung nach, das ist einfach ein Biozid, dass das ein total zerstörerischer Stoff ist. Also das versuche ich auch wieder komplett eigentlich wegzulassen. Also wenn man mal halt irgendwas isst, was man halt sowieso sehr selten isst, einmal die Woche kann ich es mir vorstellen, sage ich mal so, ein bisschen Salz irgendwo dran zu haben. Aber ich versuche es halt wirklich wieder wegzulassen. Mir tut das sowas von krass schlecht, das kann ich gar nicht beschreiben, was das für ein krasser Unterschied ist. Aber wenn man halt sowieso schon dehydriert ist und die ganze Zeit dehydriert ist, und das trifft ja auf alle Menschen circa zu, dass die krass dehydriert sind, auch solange man gekocht ist, ist man eigentlich ziemlich krass dehydriert, dann merkt man einfach das mit dem Salz nicht. Und wenn das, man merkt es halt nur, wenn man halt schon eine längere Zeit halt diese ganzen Sachen mal weggelassen hat, wie krass gut man sich da fühlt und dann will man das halt nicht mehr. Ja, Getreide, wie gesagt, geht überhaupt nicht mehr. Wenn einmal die Woche als Beilage oder so und dann richtig präpariert, habe ich auch schon öfter erzählt, wie das dann präpariert werden sollte in meinen Augen. Das ist zumindest das, was dann für mich funktioniert. Es fühlt sich auch nicht richtig an, als Hauptmahlzeit irgendwas Getreidemäßiges oder Kartoffeliges zu essen. Ja, sonst noch was? Mandeln, wie gesagt, Wurzelgemüse, gedünstetes Gemüse, frisches Obst, aber kein erhitztes Obst mehr, das zu säurebildend, habe ich jetzt auch gemerkt. Es kann auch dieser frische Smoothie gewesen sein, der mich so vergiftet hat. Ach nee, der war einen Tag davor, glaube ich. Aber der war, glaube ich, auch nicht optimal. Da war auch viel Apfelsaft drin und Orangensaft. Das ist konventionell ja auch ziemlich belastet. Genau diese ganzen Sachen, konventionelle Sachen, werden wieder deutlich weniger. Ich habe ja auch jetzt gestern wieder gemerkt, wie heftig mich das vergiftet. Also wie heftig einfach die Vergiftung wäre mir eigentlich noch fast egal, aber wie krass das wieder den Hunger erzeugt, das finde ich einfach total anstrengend. Und dann wir dieses Essen müssen, damit man sich nicht mehr so kacke fühlt, das ist richtig blöd. Weil man halt merkt, dass das sonst einfach den Körper auszehrt irgendwann. Dann ist man einfach gezwungen zu essen, sage ich mal. Das mag ich jetzt nicht so. Genau, Bananen werden wieder integriert. Also diese süßeren Früchte. Trockenfrüchte auch, die Softpflaumen vom Rossmann, die waren ziemlich lecker, also sehr fein aromatisch, leicht vanillig. Die haben mir sehr gut gefallen, die Softfeigen da eher nicht. Die Rosinen auch ziemlich, sind auch günstig, aber eher als Süßungsmittel.
Ja, und zu viel Obst werde ich nicht mehr essen, weil irgendwann bringt mich der Zucker auch aus der Balance. Da werde ich dann halt lieber dann noch einen Salat essen. Zumindest ist das momentan so. Was habe ich denn hier noch stehen? Erbsen-Tofu, genau. Auch beim Junkfood nochmal. Wenn man Lust auf Pommes oder Chips hat, ist auch eine ganz einfache Methode, dass man sich die Kartoffeln sozusagen wieder backt und danach einfach kaltgepresstes Öl ein bisschen drüber streicht. Das könnte man zur Not machen, weil anderes als, also Pommes sind ja auch nicht anders, das ist einfach Kartoffeln und Sonnenblumenöl. Nur erhitztes Öl ist halt wirklich ziemlich schädlich. Deswegen dann lieber kaltgepresstes Öl im Nachhinein drauf streichen. Oder direkt halt sich so einen Nusskäse herstellen mit Mandeln oder irgendwelchen anderen Nüssen, Zitronensaft, ein bisschen Kartoffeln. Kartoffeln könnt ihr auch weglassen. Was war da noch? Ihr müsst mal bei Jazz Vegan Lifestyle einfach einschalten, das aktuelle Video. Das ist die perfekte Käse, perfekter veganer Käse, auch Whole Food, also kein Öl, keine Mehl, kein Salz könnt ihr da auch weglassen. Und das ergibt wirklich, wenn man das backt, auch wirklich diese braune Kruste und dieses, ja, cremige insgesamt. Und dann kann man auch halt direkt diesen Käse nehmen, der auch sehr günstig herzustellen ist, und den auf die Kartoffeln ein bisschen drauf machen. Das ist, da hat man dann auch kein Öl drin, weil das halt ganze Nüsse sind. Und dann hat man ja auch seine Pommes sozusagen nur noch besser. Kann man natürlich dann halt auch alles in der Auflaufform geben mit ganz viel Gemüse und dann überbacken, dann wäre es sogar noch optimaler. Das werde ich, denke ich, mal auch mal machen. Aber da habe ich so richtig Bock drauf. Das mochte ich auch Kind immer sehr, sehr gerne. Sehr viel Blumenkohl und Brokkoli und vielleicht ein anderes Gemüse. Dann halt Kartoffeln zu, sagen wir mal, 40%. Und dann halt diesen Käse drauf. Aber am besten schmeckt mir halt auch der vegane Käse. Der ist dann auch basisch, wenn man Mandeln nimmt und so weiter. Aber ist auch so basisch, wenn man andere Nüsse nimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht auch mit Sonnenblumenkerne geht, weil es wäre sehr, sehr günstig. Mit Hanfsamen geht es, denke ich mal, auch. Ja, und an sowas kann man sich dann auch immer sehr, sehr schön satt essen, ohne irgendwelche schlechten Gedanken dabei zu haben. Also es macht doch keinen Sinn, bei schlechtem Essen schlechte Gedanken zu haben. Dann wird es noch schlimmer. Aber da kann man dann sogar noch richtig, ja, weiß nicht, fühlt sich trotzdem besser an, Gutes zu essen, sage ich mal. Und genau, Chips ist eigentlich genau das Gleiche. Macht man sich die Kartoffeln einfach relativ dünn. Braucht man noch nicht mal. Es reicht auch Scheiben und dann auch wieder Öl draufstreichen. Das ist viel besser als Chips. Mit dem ganzen Salz und so weiter. Und sehr, sehr viel Fett ist in den Chips. Ja, 30%. Und es ist auch viel günstiger wieder. Also ich habe da Gemüsechips im Rossmann gesehen. 75 Gramm, 1,50 €. Manche kaufen sich dann das halt als Soul Food. Aber ich denke mal so, ne. Für 75 Gramm 1,50 rechne ich das mal auf 1 Kilo hoch. Da haben wir erstmal 15 € für 750 Gramm. Davon dann nochmal ein Drittel, sind 20 €. 20 € für ein Kilo. Wie viel kosten Kartoffeln pro Kilo beim Bauern, die nicht belastet sind? Ungefähr 50 Cent pro Kilo. Und dann soll ich 20 € bezahlen, nur damit das noch ungesünder ist. Also Kartoffeln gebacken sind sowieso schon also für mich ein Soul Food. Wem das nicht reicht, macht halt Öl drüber oder diesen Käse. Dann muss man nicht das wievielfache war das jetzt? 10, das 40-fache bezahlen. Also das finde ich total crazy. Das wäre auch noch so ein Tipp. Also man kann alles an Junk selber machen, ohne dass das halt wirklich Junk ist, aber halt genauso gut beziehungsweise besser schmeckt, günstiger ist und was weiß ich. Es kommt also viel einfach auf das richtige Bewusstsein, das richtige Wissen an. Es ist halt auch nicht unbedingt schwieriger und zeitaufwendiger. Man spart ja auch Geld und Geld ist Zeit. Also Zeit ist Geld und umgekehrt. Deswegen ist das auch gar nicht aufwendiger letztendlich. Man muss sich dem nur halt mal bewusst sein. Ja, und noch ein Tipp vor dem Einkaufen, wirklich immer gut satt essen. Dann, also an guten Sachen halten, dann geht man halt nicht mit Hunger rein. Sonst habe ich gemerkt, also ich dachte mir, ich wäre diesen Phänomen gefeit, dass ich dann halt trotzdem die Sachen nicht kaufe, die der Supermarkt mir andrehen will durch die eigene Werbung sozusagen.
weil ich dann halt Hunger habe. Das funktioniert halt auch, man braucht aber dafür dann halt Willenskraft. Das ist halt die Natur der Dinge. Und das ist doch irgendwann ziemlich auslaugend, wenn man halt ständig nur gegen irgendwas ankämpfen muss. Deswegen einfach schön satt essen, sich gut fühlen, dann erledigt sich die Sache einfach und man kauft den Scheiß im Supermarkt gar nicht so, nicht so sehr. Ja. Pilze kann ich noch sehr empfehlen. Das ist auch ein sehr, sehr guter Brotersatz, weil sie wirklich sich sehr gut von der Konsistenz anfühlen, auch sehr gut sich sättigend anfühlen. Die einfach gefüllt mit irgendwas oder irgendeiner Soße oder so. Das kann ich sehr gut empfehlen. Ja. Ja, das erzähle ich vielleicht beim nächsten Mal, weil das Video schon so lange ist. Wichtig finde ich also Basen überschüssig, richtig kombiniert, zumindest meistens Verdauungszeiten einhalten. Tiefkühlobst ist auch ganz gut, das werde ich auch erstmal verwenden noch. Trockenobst werde ich verwenden, Nüsse, Ölsaaten, frische Fruchtsäfte, frische Früchte, Möhrensaft, Möhren ganz viel, Sprossen aus Buchweizen, die dann halt, naja, das ist zu Schleim, das ist schleimbildend, ich denke mal, dass ich. Ich will nicht so viel reden, einfach deswegen. Die werde ich wahrscheinlich rösten und dann halt mixen und als Brot machen, vielleicht irgendwie Kartoffeln. Also Buchweizen werde ich integrieren, aber halt nur in irgendeiner verarbeiteten Form. Stärkefreies Wurzelgemüse, Kohlgemüse, Fruchtgemüse, Stangengemüse, basisches Brot. Alles andere ergänzend. Aber da ist schon viel bei, was halt für mich Soul Food ist. Getreide höchstens als Beilage, frischer Zuckermais eventuell, ist aber auch nicht basisch, aber das ist dann egal. Ja. Also Fazit einfach, weniger Getreide, weniger verarbeitetes. Fertig. Ja, und warum ich, womit ich momentan auch noch klarkommen muss, das ist der letzte Punkt, oder klarkommen möchte. Ich esse auch deswegen gekochtes momentan, also es ist sehr, sehr vielschichtig. Das ist immer bei mir sehr ganzheitlich alles. Es gibt nicht immer einen Grund. Also auch ein Grund ist, gekochtes zu essen, ist, um andere nachvollziehen, um sich in andere besser hineinversetzen zu können. Und ich merke halt wirklich, wie ich mich so sehr in den Energien von anderen Leuten verliere, dass ich halt nicht mehr auf mich selber genug achte und dann einfach deswegen das gekochtes esse, weil ich dann denke, ja, stimmt, die haben halt recht mit ihrer Ansicht, dass das die halt gekochtes in Anführungszeichen brauchen oder gerne haben und ich kann es dann halt genau nachempfinden, weil ich mich so reinversetze und esse das dann halt selber, damit ich halt das wirklich selber noch bestätigen, damit ich für mich bestätigen kann, dass die Person für sich selber recht hat, damit ich das besser nachvollziehen kann. Und deswegen esse ich oft gekochtes und dann auch andere Sachen, die halt nicht gut sind, damit ich halt nicht dazu neige, das von den anderen Leuten sozusagen irgendwie schlecht zu sehen oder schlecht zu machen, damit ich halt selber weiß, ja, das ist wirklich richtig, was sie sagen und kann es auch nachvollziehen, obwohl es trotzdem bessere Alternativen gibt. Aber dafür muss ich halt lernen, mich wieder zu lösen und halt wieder auf mich selber zu hören. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht trotzdem aber Sinn macht, dass ich das jetzt mal eine Zeit lang gemacht habe, aber es sollte halt nicht überhand übernehmen. Das wollte ich noch zuletzt sagen.